Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Video von GTA 5 und zwar heute mal mit dem Motorboot sind wir unterwegs. Ne, Motorboot, das klingt so ein bisschen dumm, sondern es ist ja eher ein Jetski, ein ganz tolles Boot mit einem kleinen Antrieb, super cooles Fahrzeug, mit dem macht es wirklich Spaß auch sogenannte Stunts zu machen. Und die machen wir heute auch mal ein bisschen mit ganz vielen Leuten. Nein, nicht mit Martin, sondern mit Germanblay99, Skyline100, YouTube Gamescom und Milch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9! Genau. Und dafür haben wir natürlich hier solche coolen Rampen. Und die werden wir jetzt heute auch mal nutzen. Und ich habe heute natürlich im Hintergrund natürlich auch ein kleines Commentary vorbereitet. Ja. Ein Commentary. Und zwar, wie macht man eigentlich ein sogenanntes Let's Play? Let's Plays zu machen ist etwas ganz, 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 ganz Leichtes. Nun ja, vor 50 Jahren war das ein Ding der Unmöglichkeit, weil für ein Let's Play heutzutage, nehmen wir mal ein GTA 5 Let's Play, braucht man schon einige Sachen. Als erstes brauchst du einen Fernseher mit HDMI-Anschluss. Als zweites brauchst du eine PlayStation 3. Wir gehen jetzt heute nur mal auf die PS3-Version aus. Und natürlich das Spiel GTA 5. Ein Headset. Und die Elgato. Und ein Laptop. Diese ganzen Dinge, die mussten erst erfunden werden, bis man überhaupt ein Let's Play machen kann. So sieht das nämlich aus. Hast du vielleicht Lust mit mir mitzufahren, Milch? Wow! Leute, das sah geil aus. Das sah ja mal richtig geil aus. Das will ich mir jetzt mal angucken. Unterirdisch sieht das natürlich auch ganz, ganz toll aus. Let's Plays, genau. Ihr braucht eigentlich nichts anderes außer ein Laptop, ein Headset und natürlich die Elgato Game Capture HD. So, wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Das Wichtigste ist natürlich die Elgato. Die Elgato ist das Aufnahmeprogramm. Die gibt das Ganze wieder. Es ist ein ganz, ganz kompliziertes technisches Gerät. Es ist ein kleiner Mikrokosmos, um es genau zu sagen. Ja, ehrlich, ein kleiner Mikrokosmos. Ihr schließt das auf jeden Fall an. Es ist ganz, ganz leicht. Ihr müsst eigentlich... das Anstecken dauert vielleicht 50 Sekunden. Ohne Spaß. Und dann könnt ihr schon loslegen. Ihr ladet dann automatisch eine Datei herunter, ein Programm, die Elgato. Und dann könnt ihr auf dieses Programm gehen und dort direkt aufnehmen. Einfach nur auf diesen roten Knopf drücken. Und dann mit der Maus auf den roten Knopf. Und wenn ihr fertig seid, nochmal auf den roten Knopf. Und dann seid ihr fertig. Das war's. Dann könnt ihr das auf privat hochladen, auf geplant hochladen oder auf nicht gelistet oder auf gleich öffentlich. Gebt die ganzen Tags ein und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen mit kommentieren. Und ihr habt eigentlich schon das Let's Play fertig. So sieht das aus. Nicht anders und nicht anders. Ich könnte es auch kompliziert erklären. Man nehme die Elgato und macht die Outpucksbuchse. Leute, das ist doch voller... Das ist auch... Okay. So kompliziert muss ich es jetzt auch nicht erklären. Ich glaube, ich habe es sehr leicht erklärt. Wer noch Fragen hat, der kann ja einfach sich an mich wenden. Ich werde sie vielleicht beantworten. Ich habe ja zurzeit sehr wenig Zeit zum Beantworten, weil ich ja eigentlich YouTube nur nutze, um das Video hochzuladen. Das war's zurzeit. Und mit Kommentieren habe ich es gerade nicht so, weil ich gerade viel Schulstress habe. Ja, muss ich mir wieder mal ein bisschen Zeit nehmen hier für alles, aber Schule ist halt gerade bei mir, Kochinternat. So, jetzt machen wir noch einen richtig coolen Stunt, fahren auf die Rampe und springen dort ab. So meine ich das. Ja, das war Let's Play Together, GTA 5. Wen nehme ich auf? Am besten nehmt ihr natürlich mit der Elgato auf. HDPV Airbox könnt ihr in den Müll schmeißen.
Oder könnt ihr der Ahornente fürs nächste Rest in Peace schicken, wie ich das ja mit meiner PlayStation 3 gemacht habe. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao und see you later, Alligator. Ja, ich schwimme mich hier mal ein bisschen. Hoffentlich kommt hier keine Qualle oder so.